Hallo? Jetzt ist mir der Kloß im Hals stehen geblieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mikrotechnik Project RET V2. Der im Hintergrund lacht, das ist natürlich der gute Biber Butzemann. Hallo. Mit dem Schraubenschlüssel hat er gerade in Hand gehabt. Genau. Ich habe einen Auftrag bekommen. Genau, er hat einen Auftrag bekommen, hier ein bisschen umzubauen, weil wir machen heute Gregtag in 90 Minuten. A lot of soul. Einen neuen Part. Natürlich haben wir unsere Auftragsliste hier. Die ist lang und jetzt lassen wir ganz kurz noch die Maschinen stehen, denn wir haben hier eine Plate-Bending-Maschine bereits stehen. Ich werde es aber mal zeigen, wie sie gebaut wird. Ist aber gar nicht so dramatisch. Hat der Butze, glaube ich, schon mal gezeigt, oder? Wenn ich mich recht entsinne? Ich glaube schon. Plate-Bending-Maschinen. Der Name Plate-Bending-Maschinen kommt von Bender. Wer den Typen noch kennt, der schreibt es bitte in die Kommentare, woher. So, wir haben hier ein paar Pistons. Wir haben hier Kompressor. Und zwar müssen wir dafür natürlich die Automatic-Kompressor nehmen. Okay. Wir haben hier ein Conveyor-Modul. Glas, Eisenplatten, zwei Schaltkreise und eine Batterie. Kein Kunstwerk. Wenn hier mal weitergeht, also ganz normalen Circuit, Pistons. Der Kompressor ist ein bisschen, naja, sechsmal Stein, Schaltkreis und eine Hülle. Steel oder Stainless Steel? Noch Fragen? Ich glaube, das hat sich erledigt. Den können wir abhaken. Steht ja auch schon hier, ne? Dann haben wir hier noch den... Moment. Automatic Extractor haben wir, glaube ich, auch schon da stehen, ne? Genau, da haben wir einen. Dann können wir da auch schon mal einen Haken dahinter machen. Zeige ich aber auch nochmal. Den Automatic Extractor. Automatic Extractor. Da haben wir einen. Gibt es da noch Fragen zu dem Rezept? Ich hätte gesagt, nein. 4 Tree-Tabs, ein Steel-Maschinenhull und ein Schaltkreis. Schwere Geschichte. So. Dann haben wir hier noch den Automatic Compressor, haben wir auch schon da. Aber ich muss gleich was essen. So, Automatic Compressor. Da, klack, Haken dahinter. Aber auch den wollen wir uns anzeigen. Legen wir mal gleich mal das Essen in die Leiste. Automatic Compressor. Guck mal, ich kann meinen Burger wieder auffangen mit dem Mund. Wie? Guck. Hä? Naja, der ging daneben. Ist auf den Boden gefallen. Na gut. Ich hab nicht hoch genug geworfen. Ja, du kannst hier drin wahrscheinlich auch nicht hoch genug werfen, nehme ich an. Ich glaube, so. Auch außen geht's nicht. Okay. So, Automatic Compressor. Hatten wir gerade schon mal, ne? Sechsmal Stein, Stahlhülle und Electronic Circuit. Auch hierbei hätte ich gesagt, ist die Kunst des Bauens gering. Gut. Ja, was heißt gering? Gering ist natürlich falsch. Man muss erst das Material haben, ist klar. Oh, da stehen aber ein paar neue Maschinen drauf. Da steht was von Upgrade Blast Furnace. Habe ich dir nicht erzählt, das geht nicht? Ja, habe ich. Denn wir haben seit der letzten Folge, wie angekündigt in der letzten Gregtag-Folge, ein bisschen gearbeitet. Punkt Nummer 1, wir haben die Ruby Dusts durch den Industrial Electrolyzer laufen lassen. Das geht jetzt hier einfach über die Pipeline da rein. Kommt Chrome Dust raus, unter anderem. Schauen wir nochmal ganz kurz nach dem Rezept. So viel Zeit mal sein. Hier, Chrome Dust. Es kommt auch noch Aluminium Dust raus. Gut. Das ganze Aluminium und Chrome Dust packt man dann in den Industrial Blast Furnace. Und wenn man genügend Zeit investiert hat, Gott, dauert das lang, kommen hier auch irgendwann mal die Ingots raus. Hier, Aluminium und Chrome Ingots. So, jetzt seht ihr ja schon, oh, da ist Titanium, war dann das schon wieder gecheatet? Nein, nicht gecheatet. Wir haben das alles brav erarbeitet. Hier, wenn ihr gesehen habt, wir haben irgendwann mal Bauxit verarbeitet. Und dieses Bauxit Dust wird genauso wie der Ruby Dust hier in den Elektrolyzer reingelegt, kommt Titan und Aluminium raus. Und nebenbei auch noch Hydrogen und Compressed Air Cells. Die Hydrogenzellen könnten wir theoretisch in einer Gasturbine verarbeiten, um hier noch ein bisschen Saft auf die Büchse zu kriegen. Ich weiß nicht, was meinst du? Anderweitig können wir das Zeugs eh nicht verwenden. Carbon haben wir noch nicht. Also die kleine, ja, meine ich natürlich. Platt.
Ja, ne, was weg ist, ist weg. Also schreiben wir das mal für die Liste hier auf. Das ist die kleine Gas Turbine. So. Kommt auf die nächste Liste. So. Und dann haben wir hier noch Manganese-Dust. Diesen Manganese-Dust, das habe ich euch in der letzten Folge gezeigt. Die kriegt man aus dem Rock Crusher, wenn man das Tungstenohr verarbeitet. Da gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 10% oder 20%. Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie genau, aber man kriegt das auf jeden Fall raus. So, was macht man mit den ganzen Ingots? Sieht hier noch nicht allzu viel aus. Ja, wir haben da auch schon ein bisschen weitergearbeitet. Denn hier sehen wir schon, wir haben Platten, Titan, Aluminium und Chromplatten. Gut. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Mist? Den nächsten Punkt der Liste abarbeiten. Und zwar, wir brauchen 16 Advanced Casings. Haua, haua, haua. Hoffentlich geht das gut. Ich gehe mal nach drüben und baue mal. Während Butzi hier schön umbaut. Das ist schön. Ich finde mir Mühe. Ja, du magst das schon. Du schaffst das. Wo ist die Kiste hier hin? Hast du die weggenommen? Welche Kiste? Hier war eine Kiste gestanden. Hast du das ins System alles? In deinem Bett? Oder was? In meinem Bett? Ach, da ist sie. Die da. Ja, wunderbar. Ich habe die nicht umgebaut. Alles klar. Nee, dann habe ich die neben mein Bett gestellt. Wer weiß, was mit der Kiste passiert. Hast du letztens noch erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr, Gottes Willen. Frag mich doch nicht, was ich gestern erzählt habe. Ich bin froh, wenn ich weiß, was ich zum Frühstück gehabt habe. Ich bin ein alter Mann. Naja, okay, nicht ganz so. Hier hin und habe ich noch irgendwo einen? Nein, habe ich den hier in der Kiste? Da, Storage Bus. Zack. Da nützt es mir bloß nichts. Hier hin. So, da unten hin. Ab auf die Plattform, los geht's. Also, der Plan hieß Advanced Machine Casings. Uhu. Advanced Machine. Ne? Ich habe mir die Dolly vom Street-Dinger genommen. Alles klar. So. Was du da suchen solltest. Tue ich glaube ich nicht. Chromplatten. Die haben wir jetzt gleich im System. Haben wir da oben noch Platz in der Kiste? Ah, nicht genug. Aber wir werden. Na doch, wir haben genügend Platz anscheinend. Nehmen wir mal einmal Redstone raus und das da wieder rein und packen das Redstone gleich da unten rein. Egal. So. Okay. Also, das haben wir. Das haben wir. Das hier. Titanplatten, Chromplatten und Stahlhüllen. Ich habe gesagt, wir brauchen insgesamt 16 Stück. 4 mal 4 sind 16. Also 4 mal das Rezept brauchen wir 4 mal das. Brauchen wir 4 Steelmaschinenholz. Die hatten wir aber, glaube ich, schon mal hier als Rezept drin. Genau. So, davon brauchen wir 4. Mach mal. Genau, haben wir. Dann brauchen wir noch die Elite Circuits. Haben wir die auch schon drin? Halt, hier. Elite. Nein, haben wir noch nicht. Dann packen wir die doch gleich mal da rein. 1, 2, 3. Da brauchen wir noch einen. Na, hier. Circuit. Und zwar einen Advanced Circuit mal bitte. Bau mir den. Da haben wir ihn. Dann werden wir das hier auch gleich richtig stellen, das Rezept. Ich hatte noch einen im Inventar. Gut, das haben wir drin, das haben wir drin. Gold haben wir, glaube ich, drin. Lapisblöcke haben wir auch drin. Gut. Encode. Chugger. Und gleich hier rein. Wo haben wir die richtige Seite? Das sieht gut aus. Hier hin. Sieht zwar nach einem falschen Rezept aus, aber wir probieren es einfach mal. Data Control Circuit. Wir brauchen 8 Stück, oder? Genau. 4 mal 2. So, jetzt baut er hier. Er baut die Circuits, er baut die Kabel, er baut die Kabel, er baut die Circuits. Und weiter geht's. Einen hat er doch schon gebaut. Was hat er denn mit dem falschen Rezept? Ha? Da ist er doch. Ha! Absolut kein Problem. 2. Komm, mach ein wenig schneller hier. Ich brauche ein paar mehr. Die da können wir schon mal bauen. 1, 2, 3, 4. Schwupp, weg sind sie. Und dann können wir den hier schon mal reinlegen. Und dann schauen wir mal nach den Data. 2 Stück haben wir erst. Na komm. Da kommt noch. Na. Kabel. Circuit, Circuit, Kabel, Circuit, Circuit, Kabel. Ja, ja.
Das dauert wieder. Und da läuft meine Uhr wieder. Unbarmherzig läuft sie runter. Sowas Doofes aber auch. Oh, Missing. Was? Kein Kupferkabel mehr da? Kein Kupferkabel mehr da. Gottes Willen. Schnell Kupferkabel. Aber zügigst hier. Hatte ich das hier? Ja, hier hatte ich das. Oder? Hatte ich das hier? Ja, da haben wir nochmal zweimal Kupferkabel. Und da habe ich gedacht, es wäre reichlich gewesen. Na gut. Das Denken ist auch nicht so deine Stärke. Ah, manchmal schon, manchmal nicht. So. Weißt du, ob wir irgendwo smooth. Ah, da haben wir. Hab nichts gesagt. Was er auch immer gesucht hat. Mit Smooth. Okay. Smooth Whitestone. So. Das ist der Upgrade. Was haben wir denn noch auf der Liste stehen, was wir vielleicht gleich machen können? Also, das haben wir. Den Vakuumfreezer. Nee, noch nicht. Doch, den brauchen wir. Den Vakuum. Halt, da muss ich natürlich auf der richtigen Stelle schauen. Hier unten. Vakuum Freezer. Genau, den da. Das sind Pumpen. Okay. Oder nehmen wir die anderen. Na, die können wir nicht nehmen. Dann müssen wir die nehmen. Ach, können wir auch die nehmen hier. Na. Pump. Nein, die Pump hier. Basic Machine Casing, Tree Tub, Mining Pipe. Okay. Müssen wir noch Tree Tabs bauen. Gut. So, machen wir es mal richtig. Ne? So. Bin jetzt zu doof, einen Tree Tab zu bauen. Anscheinend. Na gut. Dann gucken wir halt mal zuerst das Tree Tab nach. Also, Klick, Klick, Klick. So, gut. Eins, zwei, gehen wir mal vier Stück rein. Und dann können wir die Pumpe hier noch nicht bauen. Wir brauchen für die Pumpe brauchen wir noch das da, die Mining Pipes. Und dann brauchen wir noch ein Basic Machine Casing. Halt, wir brauchen zwei. Und noch eins, genau. So, dann haben wir die. Und zwei Circuits brauchen wir noch. Gut. Und zwar die normalen. Eine Pumpe und noch eine Pumpe. So, die Pumpen haben wir. Dann brauchen wir hier zwei Advanced Circuits, haben wir gerade drin. Ah, da brauchen wir Stainless. Da kann man gar nicht weitermachen an der Stelle. Schade, aber auch. Gut. Das können wir erst im nächsten Schritt machen. Denn wir müssen uns noch Stainless Steel herstellen. Das müssen wir aber, glaube ich, drin machen. Gut. Stainless Steel. Das schmeißen wir aber gleich mal in den gepimpten Ofen. So. Und zwar, wir haben momentan 2200 Grad Kelvin. Muss man sich merken. Und jetzt bauen wir das Ding um. Der traut sich aber was hier. Da ist doch Lava drin. Habt ihr recht? Und? Ist das ein Problem? Gib mir das Casing her. Man muss ja nur wissen, welche Blöcke man abbauen darf. So, und damit haben wir schon die Blöcke unten alle weg. Die werden jetzt ersetzt durch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann kommt hier oben. Der weg. Der weg.
So. Na, nicht runterfallen. Und der noch. So, jetzt kommen wir hier. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. So, somit haben wir das Ding schon mal abgegradet. Jetzt haben wir 2520 Grad Kelvin. Wozu brauchen wir jetzt 2520 Grad Kelvin? Gute Frage, die nächste. Wir hatten ja hier diese Cupronickel Heating Coils. Da müssen wir jetzt mal gucken. Heating Coil. Heating Coils. Da gibt es nämlich drei. Die haben wir. Wir müssen noch Kanthal und Nichrom herstellen. Kanthal ist ein Kanthal-Ingot. Also ein paar Into-Ingots, insgesamt 4 Stück. 4 Ringe brauchen wir, also brauchen wir 4 mal 4 Kanthal-Ingots, sind 16. Die werden hergestellt im Vakuumfreezer, weil sie nämlich uns aus dem Industrial Blast Furnace bei 2500 Grad Kelvin und deswegen haben wir gerade auch abgegradet, hergestellt werden. Dazu brauchen wir Kanthal-Dust, Eisen, Aluminium, Chrome. Gut. 16 Stück haben wir gesagt, brauchen wir. Das wird hergestellt. Okay. 16 Stück. Haben wir alles, glaube ich, schon vorbereitet. Ne? Chrome, Iron, Nickel. Gut, haben wir hier. So. Nickel, Chrome, Iron. Hm? Portan. Da. Dann hier. Hier. Aluminium, Iron, Chrome. Ich hatte gerade noch was drin liegen. Ach, Aluminium. Ja, das war der Fehler. Da, Aluminium. Haben wir doch da auch da. Haben wir doch schon vorbereitet. Aluminium. Iron. Chrome. Genau. 3, 6, 9, 12, 16 haben wir gesagt, ne? 16 brauchen wir. So. So, und die werden wir jetzt hier reinschmeißen müssen. Und zwar immer 2 Stück. Weil unsere CESU wird das wahrscheinlich nicht ganz mitmachen. Das war nämlich auch das Problem beim Verarbeiten der restlichen Erze. Das Ding zieht nämlich immer wie Sau. Und das dauert natürlich auch noch. So, schauen wir mal. Zentrifuge. Blast Furnace. 125 Sekunden. Gut. An der Stelle machen wir ein kurzes Päuschen. Hätte ich gesagt. Warten, bis das Kanthal hier durch ist. Und zwar insgesamt 16 Stück. 16, 125, ja, dauert eine Zeit lang. Müssen wir abwarten. Wobei, wir können währenddessen nochmal Nichrom uns angucken. Das sind Nichrom Ingots. Bam, bam. Nichrom Dust. Wer hätte gedacht, aus Nickel und Chrom kriegt man Nichrom. Okay. Dann werden wir das auch gleich nochmal machen. Nickel und Chrom. Chrom haben wir da und Nickel hatten wir auch schon da. So. Oh, so nicht. So nicht. Na. Nichrom Dust. Ah, ich glaube, wir können es eh gleich im... Ach, können wir das bloß mit Tiny Dusts machen? Naja, egal. Dann machen wir es mit Tiny Dusts. So, und hier. Ja, so, so. Nein? Nein? Ah, komm. Komm. Nichrom. Das da. Das da. Das da. Bin ich jetzt blöd? Nickel? Chrom. Nickel. Chrom. Oder darf das kein Tiny Pile sein, sondern muss das wieder ein... Gott, Gott, Gott. Das sollte eigentlich nur Tiny Pile gehen. Eigentlich schon, ne? Moment. Bin ich mir nämlich nicht sicher, ob das Tiny oder Small war. Mm-hmm.
Small oder Tiny. Du bist gerade bei Nichrome, oder? Genau, ich bin bei Nichrome. Das sind ja, das fünfmal Chrome und... Ja, das ist bei mir alles Nichrome Dust. Das stimmt, ja, das ist alles Nichrome Dust. Nichrome. Macerator, Pulverizer, Zentrifuge, Rock Crusher. Nichrome Ingot. Ah, Aloysmelter, Chrome und Nickel. Na ja, gut, okay. Ein Chrome und vier Nickel. Dann basteln wir das einfach hier wieder zusammen. So. Basteln wir es einfach wieder zusammen. Ist ja auch kein Problem. So, das war das Verhältnis. 4 Nickel, 1 Chrom. Nickel, 4 Nickel, 1 Chrom. Gut, dann müssen wir nochmal auf die Bronzemaschine zurückgreifen. Denn in der müsste das ja auch gehen. Muss nur gucken, ob die Dampf hat. Da haben wir noch Cupronickel drin liegen. So. Dampf? Nein. Hat sie keinen mehr. Doch, ist ein bisschen da. Gut. So, also. 4 Stück davon. Und. Oh, das macht wieder einen Lärm. Jetzt könnt ihr euch gleich mal in mein Täschchen gucken. Ob ich so ganz zufälligerweise noch ein bisschen Kohle da habe. Kohle. Hier steht ein Barrel hinter dir. Achso. Hinter mir. Okay. Na gut. Der frisst aber ganz schön Stampf, du. Das ist unglaublich. Ah, 5. Dann schauen wir mal. Wie viel brauchst du? 5 mal 4 macht 20. Bei jedem der Durchläufe kommen 5 raus. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Mhm. Aber wir können jetzt ein bisschen hin und her laufen, ne? Wir können jetzt einfach mal die 5 Nichrome-Ingots von hier nehmen. Wird halt mit 90 Minuten nicht so ganz was, wenn wir so lange auf die Maschinen warten müssen, aber egal. Und können hier mal gucken, wie weit er jetzt ist. Ob er die 2 oder den ersten vielleicht schon hat. Hat er sie rausgenommen? Einen Hot Cantal Ingot. Super. Jetzt haben wir das Problem, zu wenig Saft. Ja, das ist nicht die potenteste. Nee. Dann schmeißen wir die 5-mal in die Meiermüll. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir das Ding wahrscheinlich nicht mehr so hundertprozentig durchlaufen können. Ja, das steht auf 79. Das ist ein bisschen wenig. Oh, hier oben ist auch die Lava leer. Lava leer? Na gut. Das lässt sich aber, glaube ich, noch lösen, oder? Jo, ich muss das nur auswechseln, ne? Ich habe hier noch eine Lava Drum da. Hast du auch noch eine da? Ich war jetzt drüben. Ich habe sowas im Rucksack. Ich trage eine ganze... Okay, nein, ich frage nicht. Gut. Das ist nämlich genau das, womit ich die ganze Woche gekämpft habe, um das Zeugs durchzuarbeiten, zu lassen. Die Automatic Wire Mill kämpft auch gerade mit Saft. Na gut. Schauen wir mal, was unsere Dampfturbine, Dampfschmelzer da drüben sagt. Na, komm, mach weiter. Warum hast du keinen Dampf mehr? Komm, heiz. Gott, das dauert. Ding. Ja, das ist ja unglaublich hier. Ist ja unglaublich. Das ziehen wir aber von den 90 Minuten ab. So, da haben wir nochmal 5. Das müssen wir von den 90 Minuten abziehen. Das ist ja wirklich nur reine Wartezeit hier. Gottes Willen. Währenddessen kann ich mich ja theoretisch nochmal um Kupferkabel kümmern. Das kostet ja auch nichts. Außer Kupfer. Und davon haben wir ein bisschen was da. So. 1, 2. Ansonsten hole ich mir nämlich gleich mal so eine Energy Cell.
oder einen Energy Cube und dann geht das. Ich weiß, das magst du nicht, aber das ist mir dann auch egal, wenn es daran liegt. Da kenne ich gar nichts. Lass mich doch nicht verarschen von so einer scheiß Maschine hier. Kabel, gut. Haben wir nicht zufällig, was hier noch irgendwo eine im Schrank versteckt? Nein, im Schrank nicht. Muss ich jetzt veräppeln? Ja, das will er wahrscheinlich. So. Ich kann nicht mehr fliegen. Keine Energie mehr? Doch, schön hier. Mhm. Blöd, Mann. Hattest du drüben nicht auch einen Metal Former schon drin stehen? Im IC2-Gebäude? Ja. Ja, ne? Gut, weil da mache ich das nämlich jetzt folgendermaßen. Ich nehme diesen Energy Elite Energy Cube mittlerweile. Nehme den mal mit. Und hängen wir den mal da drüben an. Oh, du bist aus dem Spiel geflogen. Nee, ich bin rausgegangen. Achso, okay. Gut. In der Hoffnung, dass mein Jetpack dann wieder funktioniert. Achso, okay, du meinst, es ist desynkt. Ja, irgendwie muss es sein. Ich hoppel die ganze Zeit nur rum. Okay. So, und wenn wir das jetzt hier abklemmen. Und zwar... da. So, jetzt könnte es uns natürlich passieren, dass uns die Maschine um die Ohren fliegt. Aber das ist jetzt auch erstmal ein Versuch wert. Weil eigentlich sollte das auch funktionieren. Auch wenn es nicht unbedingt die Lieblingsvariante von Butze ist, was ich verstehe. Aber wir machen es jetzt einfach mal, dass es hier auch weitergeht. Ne? So, dann drehen wir den Ausgang mal nach hier her. Und dann nehmen wir das da. Basic Universal Cable. Sollte theoretisch reichen. Jo, tut's. Oder tut's nicht? Ich sehe nicht, ob es lädt. Nicht da oben hin. Oder war das der Eingang? Wie dann war das nochmal? Nö, er zieht raus. Er zieht raus. Reicht das Basic-Kabel da nicht mehr? Spannende Frage. Spannende Frage. Dann schauen wir mal, wie wir das upgraden können. Mit zwei Enriched Alloys oder zwei Circuits. Ja, dann machen wir einfach mal ein frisches, besseres Kabel. Probieren es auch mal aus, weil Cross-Mod-Compatibility wollen wir auch mal ein bisschen zeigen, dass da so das eine oder andere dann doch geht. So. Circuit. Da. Zwei Stück bitte. Da hast du nochmal ein paar Kabel. Dann 1-1 und ein Elite Universal Cable. Probieren wir das mal aus. Kann ja sein, dass das Kabel noch zu wenig liefert. Es war ja nur ein Basic. Steht das nicht eigentlich im Mouse-Over drüber? Mit Shift? Nö, steht leider nicht mehr dabei. Na gut. Gut, bauen wir das Kabel ab. Und nehmen das Elite. Er sagt immer noch Insufficient Energy Line. Aber der Fortschrittsbalken sieht besser aus. Gut, dann schmeißen wir nämlich mal das restliche Kantal hier auch rein. Dann läuft das zumindest schon mal weiter. So, dann haben wir hier nochmal für dich ein paar. So. Da haben wir die Heating Coils, die können wir auch mal da reinschmeißen, ein, zwei, dann sind sie weg. Und dann hatten wir hier noch einen Metal Former, genau, der steht auf Kabel, 61 Kabel, mach mal. Du brauchst auch noch einen kleinen Moment, schauen wir nochmal nach hier. Jawohl, sieht gut aus. Denn das Problem ist, wir können an der Stelle noch nicht weitermachen. Denn erst wenn das da durch ist, kann ich die Sachen hier wieder abbauen. Nicht? Und dann kann ich währenddessen auch noch... Genau, das kann ich auch noch machen. Wir brauchen
Manganese. Wir brauchen Chrom, Eisen, Chrom und Eisen und Manganese war es, glaube ich, genau. So, und zwar einmal das da hier. Das da hier. Manganese und Alu? Nein, Alu war es nicht. Was war das letzte? Schauen wir mal. Manganese, Chrom und... Nee, ach, Nickel. Nickel, das. Habe ich den nicht schon gehabt? Nickel. Manganese. Na, da, Nickel. Gut, Nickel. Nickel, das. So, dann nehme ich Stainless Steel. Dann machen wir uns mal 27. So, das ist gut so. Den restlichen Dust schmeißen wir erstmal mal da rein. Wer weiß, wozu wir den für was dann wieder brauchen. Weil den Stainless Steel Dust müssen wir natürlich auch noch hier durchschmelzen. Ist klar, ne? Schauen wir mal hier. Uses, Zager. Zerlegen wollen wir nicht. Hier 85 Sekunden, 1700 Grad Kelvin. Auch das dauert seine Zeit. Aber packen wir das einfach mal oben rein. Kann ja ruhig schon mal reinlaufen. Da kommt der Putze wieder. So, Kanthal läuft durch. Stainless Steel läuft durch. Wozu brauchen wir den Stainless Steel Dust? Und zwar, wir wollten uns das hier bauen. Und um das da machen wir dann hier in der Plate Bending Maschine, machen wir die Stainless Steel Holes. Und die Stainless Steel Holes brauchten wir für den... Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein? Den brauchen wir dann auch noch in der Zentrifuge. Was denn? Da, Vakuumfreezer. Ja, was denn? Bin auf dem Vulkan und da bin ich zu hoch, damit das Ding noch funktioniert. Ah, okay. Gut. ja. Soll vorkommen. Genau, da brauchen wir Stainless Steel. Glas, das drumherum. Schauen wir mal. Aber wir haben schon wieder eine halbe Stunde durch. Deswegen würde ich sagen, das dauert jetzt einfach mal wieder, bis das da und das da durch ist. Habt ihr selber gesehen, wie lange dieses Kanthal braucht. Außerdem braucht drüben unser Aloysmelt auch noch ein bisschen, um die restlichen Nichrom Heatings fertig zu kriegen, also Nichrom. Deswegen stoppt man an der Stelle mal wieder. Die nächste Greg-Tech-Folge kommt bestimmt. Seid euch gewiss. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.